So, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Watch Dogs. Diesmal bin ich in der letzten Jahr gestorben, wurde jetzt respawned hier und telefoniere gerade mit meinem guten Kumpel. Ich, aber so drücke ich auch nicht. Ich werde bald verhaftet. Natürlich. Warum verdammt machst du das? Dieser Zeuge, den wir suchen, er ist ein Niemand. Er war am falschen Ort zur falschen Zeit. Er suchte nicht nach mir. Ich will ihn nicht töten. Ich will nur, dass er weiß, dass ich ihn überall kriegen kann. Jederzeit. Was für ein beschissener Plan. Großartig. Ich suche mal eine Karte von dem Knast, dann führe ich dich, sobald du drin bist. Brauchst du was? Mein Handy. Gott, du hast ein Problem. Zieh mal den Stecker. Jordi, ich brauche mein Handy. Sie werden es einsacken, sobald ich drin bin. Ja, ich weiß, ich verarsche dich nur. Ich kenne da einen, der hat noch eine Schuld zu begleichen. Du kriegst dein Handy. Na dann, lassen wir uns mal ganz locker einbuchten. Das ist doch wunderbar, sowas. Ah. Ah, und Geldautomat. Ja, heben wir halt mal $640 ab. Ist ja nichts, ne? Wieder ein schöner Flyer. So. Brauchen wieder ein Auto. Haben irgendwo eins parken. Parkt hier irgendwo eins? Hallo, parken. Parken, parken. Könnten wir auch wieder eins im Internet bestellen, aber ich auch keine Lust, das mal oft dann so weit weg hier. Ja, das Rennen muss schon anstrengend sein, vor allem den Berg hoch mit dem Tempo hier. Komm, ein bisschen Parcours. Wuhu! Und jetzt über die Motorhaube. Tja, das sollte der Crazy Benne auch mal können. Da haben wir ein Auto. Sieht zwar leicht komisch aus, aber ja, was soll's. Das Auto hat einen Sound wie ein Rasenmäher. So. Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Alles klar. Mal einen anderen Radiosender hier. Als das Spiel nicht spannend genug gewesen, gab es noch einen Stromausfall im Stadion. Gut die Hälfte der Zuschauer saß im Dunkeln, ebenso das Spielfeld. Das konnte die Cubs aber nicht daran hindern, diesen Sieg mitzunehmen. Cubs? Ja, andere Radiosender, das ist ja schlimm. So. Oh, oh. So. In Schale geworfen. Oh. Schön im Auto versteckt. Chiller. Ah, schon faszinierend. So. Auf, gehen wir uns in Schale. Ah, wieder eine Sehenswürdigkeit. Ui. Also. Auf geht's in den Knast wahrscheinlich. Lasset uns den Knast besuchen. Wenn es denn der Knast ist. Vor kurzem haben die da alles erneuert. Mit Blooms neuester Technik. Netzwerkloks, automatisierte Überwachung. Säße der Typ in einem älteren Gefängnis, ja, das ist ein hätte Knast. Ich ein Problem. Aber hier hat Blum recht. Ihre Technologie erleichtert das Leben. Ja. Na dann. Halt! Waffe weg! So kann man es auch machen. Hände hinter den Kopf! Los! Los! Sag Jordi, dass wir quitt sind.
Jawohl. Schlagstock und Handy. Was braucht ein Mann mehr? Pierce. Smith. Joe Smith. Entkommen Sie aus Ihrer Zelle. Sehen wir uns mal um. So, ohne Kamera. Die hacken wir gleich mal. Ja, ganz schön weit unten die Kamera. Ah, die hängt dem Typ an der Brust. Coole Sache. Da unten ist also, da unten, das muss ich hacken. Alles klar. Komm Junge, beweg dich da hinten hin. Nicht dahin. Menschenskinder, du musst das da hinten hacken. Leute. Machen wir einen Ausflug im Knast hier. Schon witzig. Das muss ich hacken. Kamera. Ich brauche auch so ein Handy. Jordi, ich bin drin. Wow. Ja, offensichtlich. Lass den Scheiß. Ich hätte dich reinschicken sollen. Das war dein Fehler. Du solltest leiser sein. Wenn sie dich in eine Isolierzelle stecken, kriege ich dich nicht raus. Ich suche den Insassenplan. Und melde mich dann. Uiuiuiuiui. Ja, das wird ja lustig. Das wird ja richtig lustig hier. Uiuiui. Jetzt kommt schon hergelaufen, Menschenskinder. Nicht so langweilig darum stehen, keine Müdigkeit vorschützen. Und ausschalten. Zu spät. Das ist jetzt ein Witz, oder? Das ist jetzt ein schlechter Scherz. Da haben wir wieder das Problem, dass ich eigentlich ein Xbox-Zocker bin. Deshalb muss ich erst mal schauen, wo überhaupt die Taste ist. Ja, ja. Mit der Zeit wird sich das schon ändern. Leben ist kein Ponyhof. Ja, ja. Ein Ladebild. Mal wieder das komische Zeichen, das wirklich aussehen könnte wie ein Hund, wo, ja, unten Schnauze, Seite, Ohren, es könnte ein Hund sein, fast. Ja, hinter mir sitzt ein Intelligenzbolzen, das schneiden wir schön raus. So. Wo haben wir die Sau, die alte Sau? Ist die alte Sau, die alte Sau. Dim. Da unten steht auch eine. Das finde ich ja gar nicht cool. Geil. Komm, lauf schon weg. Lauf! Lauf! Nicht du, du da unten. Och Mensch. Wie soll ich das sonst machen hier? Darf man sich nicht mal kloppen. Das wird wieder eine längere Sache. Kann sein, dass ich da wieder eine Pause einlegen muss. Bis ich dann endlich mal im Raum da unten bin. Aber das werden wir sehen. Noch haben wir ja ein paar Minütchen. Hallo? Ah. Tschüss.
Was ich auch immer wieder mich frage ist, Fokus aus, wie ich mich eigentlich ducke. Wie ducke ich mich? Schön, dass ich so viele Waffen habe. So, da ist kein Ducken, da ist kein Ducken, da ist kein Ducken. Da ist noch mein Handy. Und da ist auch kein Ducken. Das heißt, also muss ich mich automatisch an die Wand ducken und dann kann ich erst geduckt weiter. Was ist denn das für ein Scheiß? Was ist denn das für eine Kacke? Nicht so weit, ich will nur hinter der... Dahin, genau. Kann ich nichts anderes hacken irgendwie? Mal die ganzen Leute markieren hier, weil dann sehe ich die nämlich, habe ich gemerkt, auch hier drüber immer. So, wie viel habe ich jetzt markiert? 2. Ein Typ fehlt mir noch. Wo der sitzt, das weiß nur der Himmel. So. Der müsste aber... Ah, da oben. Alles klar. Habe ich alle 3 markiert, auch wenn ich den irgendwie komischerweise nicht sehen kann. Ei, da ist ja noch ein 4. Ei, wie goldig. So. Warum muss ich ausgerechnet da runter? Das gibt's ja nicht. Wegbleiben. So, nun immer schön locker bleiben. Ich will doch nur da hinten dran, Männchens Kinder. Das sieht wieder richtig hässlich. Zack. Ah, ich muss tatsächlich nach unten. Ich glaub's nicht. Ich glaub, mich trifft der Schlag. Wie soll ich denn das richtig machen hier? Das ist doch... So, das nächste Mal, wenn er wieder zurückläuft, muss ich dann runter. Jetzt wird er wahrscheinlich gleich in meine Richtung laufen. Dann wird er nicht gut. Muhaha. Da muss ich rein. Wird jetzt nämlich in meine Richtung kommen, ja genau. So, du bleib mal da oben schön stehen und du lauf mal wieder weg, komm. Weg. Nicht in meine Richtung. Weg. Weg. Jordi, ich habe den Plan gefunden. Wo ist der Trainings? Alles klar. Ganz oben. Ganz oben. Ganz oben. 38 Meter erreichen, das ist aber nicht ganz oben da hinten. Wird insgesamt wieder eine lustige Arbeit hier. Ich habe was Interessantes gefunden.
Verschnaufen. Wer ruft da? Ich weiß noch nicht viel darüber, aber das ist nicht in mir ernst. Warum wurde mir denn nicht angezeigt? Das ist schade. Ja, Leute, das war's dann für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir dann von nochmal das Ganze versuchen, nach oben und durch zu kämpfen. Und auf der anderen Seite wieder runter, sozusagen. Macht's gut. Bis dann.